Krieg jetzt kein schlechtes Gewissen, Chase. Denk einfach dran, was sie dir damals als Kind für den Plastikdinosaurier abgeknöpft haben. Richtung. 9 Buchstaben. Senkrecht? Nee, waagerecht. Ich habe gerade mit Huckleberry telefoniert und er hat dich seit Stunden nicht gesehen. Wo bist du? Ich habe eine Spur, Chief, und sie führt direkt zu Rex. So, du hast also nicht nur meinen Befehl missachtet, du klaust wahrscheinlich auch wieder was Teures, oder? Bist du sicher, dass es mit Fury zu tun hat? Ja, Vinny will, dass ich den Roboter T-Rex aus dem Museum für jemanden klaue. Das kann einfach kein Zufall sein. Klingt mir ganz nach Fury. Gut, ich lasse dich dieses eine Mal noch gewähren, McCain. Aber wenn das eine Sackgasse ist, kannst du den T-Rex gleich fragen, ob im Museum Wärter gesucht werden. Jetzt wird man schon im Museum fast überfahren. Dieser Wagen hier hält den Geschwindigkeitsrekord. Er fiel aus dem Transportflugzeug und erreichte eine Endgeschwindigkeit von 500 Meilen pro Stunde. Das ist der größte je in der Bluebell-Mine gefundene Lego. Das ist der größte je in der Bluebell-Mine gefundene Lego-Silberklumpen. Gefunden wurde er, als er Silas Fletcher auf den Kopf fiel. Seine Angehörigen waren so freundlich, ihn dem Museum zu stiften. Diese Dampflok wurde bei der Eröffnung des ersten Lego City Bahnhofs vorgestellt. Ihr erster Einsatz war aber erst 2 Jahre später, nachdem der zweite Bahnhof fertiggestellt wurde.
Dies ist die historische Lego City Straßenbahn, die vom Hochstapler Tricky Jimmy an nicht weniger als 12 Kunden verkauft wurde, von denen keiner den Teil des Vertrags gelesen hatte, in dem steht, Fahrgestell nicht enthalten. Diese Tiefpumpe ist über 100 Jahre alt. Benannt wurde sie nach ihrem Erfinder, Johann Tiefpump. Dieses Piratenschiff wurde mit Hilfe von 843 vom Meeresboden geborgenen Steinen nachgebaut. Danach waren allerdings noch eine Menge Steine übrig. Daher geht man davon aus, dass es ursprünglich gar kein Piratenschiff war. Die Dinosaurier-Ausstellung. Sehr gut. Der T-Rex muss da drin sein. Professor Patrick Palmer begründete die Apollo-Insel. Er war schon mit 8 Jahren Forscher, wurde aber erst viele Jahre später ernst genommen, was womöglich auch an seinen spitzen Haaren und dem manischen Lachen gelegen haben könnte. Ich brauche noch eine Menge Steine, bevor ich den Superbau benutzen kann. Dieses Diorama stellt dar, wie Mondgestein gewonnen wird. Bei gleicher Stärke und 6-fach geringerem Gewicht schien es das Baumaterial der Zukunft zu sein. Bis jemandem auffiel, dass das Gewicht auf dem Mond gemessen wurde. Dieses Diorama stellt dar, wie Mondgestein gewonnen wird.
Bei gleicher Stärke und sechsfach geringerem Gewicht schien es das Baumaterial der Zukunft zu sein. Bis jemandem auffiel, dass das Gewicht auf dem Mond gemessen wurde. Das ist jedenfalls kein T-Rex. Man weiß von den Pterodaktylen, dass sie ihre Beute mit ihrem stimmlosen P vor dem Angreifen verwirrten. Hier darfst du nicht rein! Und das ist auch kein T-Rex. Dieser Dinosaurier hatte eine Reihe scharfer, auf seinem Rücken verlaufender Knochen. Manche Wissenschaftler glauben, dass größere Dinosaurier ihn zum Brotschneiden einsetzten. Gucci, Gucci, Gugu! Obwohl dieser friedliebende Saurier Pflanzenfresser war,
konnte er tödlicher als ein T-Rex sein. Durch seine enorme Größe zermalmte er oft aus Versehen kleinere Saurier. Hier ist kein Durchkommen. Ha, riecht es hier verbrannt? Wo ist der T-Rex? Hätte ich ihr das sagen, stünde er in der Mitte und würde Roar machen. Dieser Saurier hatte große Panzerplatten am Kopf. Er konnte sich damit vor Angriffen schützen. Oder die Natur wollte ihn damit vor seiner eigenen Tollpatschigkeit bewahren. Na toll. Das T-Rex-Exponat ist noch gar nicht aufgebaut. Ich besorg mir besser ein paar Supersteine. Genau so ist der Brontosaurus wohl entstanden. Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das die verschiedenen Verwendungen von Holz zeigt. Hier wird bald ein aufregendes Diorama stehen, das zeigt, wie Forscher sich die Zukunft vorstellen. Wir warten nur noch auf die berittenen Modellaffen. Diese seltenen Totems wurden entwickelt, um sich mit großer Geschwindigkeit zu drehen und so die Bewegungen der Stammestänzer nachzuahmen, die sie erschufen. Leider waren sie nicht in der Lage nachzuahmen, wie die Tänzer später vor Übelkeit umfielen.
Dieses Diorama zeigt zwei Höhlen, Feuer und Rad erfinden. Nach einigen Beschwerden wurde der dritte Höhlenbewohner, der den Laptop erfunden haben soll, entfernt. Ich habe eben das Rad neu erfunden. Dieses Diorama zeigt zwei Höhlenbewohner, die Feuer und Rad erfinden. Nach einigen Beschwerden wurde der dritte Höhlenbewohner, der den Laptop erfunden haben soll, entfernt. Auf diesem Diorama sehen wir den weniger bekannten Cousin von Robin Hood, Robin Hoodlum. Er stahl auch von den Reichen, vergaß aber, es den Armen zu geben. Das könnte daran gelegen haben, dass er auch von ihnen stahl. Volltreffer! Jetzt habe ich genug Steine, um den T-Rex zu bauen. Der T-Rex war einer der größten Fleischfresser, die je gelebt haben. Bis zur Geburt meines Onkels Dave. Der haut sich das Essen rein, als gäbe es kein Morgen. Genau, Chase. Immer schön unauffällig. Ich hab den T-Rex aus dem Museum. Soll ich ihn gleich dem Käufer liefern? Nein, er will außer mir niemanden treffen. Ich schick dir den Ort der Übergabe. Okay, Winnie. Ich weiß, du meinst es gut, Chasey, aber der Typ ist nicht ohne. Ach, wirklich? Ja, total ungeduldig. Will seine Sachen lieber gestern als heute. Alles verändert sich. Früher hat man was geklaut, um Profit zu machen. Aber das hier ist was anderes. Da geht irgendwas Großes vor sich. Ich kling schon wie meine Oma. Liefer einfach den T-Rex ab, Chase. Hey, Chase, hast du Zeit? Na, eigentlich bin ich... Sehr gut. Hast du meinen Dad schon gefunden? Fast. Ich erledige einen Job für einen, der ziemlich sicher für Rex arbeitet. Und habe ich erst Rex, finde ich auch deinen Dad. Du glaubst also wirklich, Rex hat meinen Dad? Weil ich damals gegen ihn ausgesagt habe? Rex ist die Nummer eins. Er muss etwas mit dem Verschwinden deines Dads zu tun haben. Mit deiner Aussage hat es wohl aber nichts zu tun. Wenn es so wäre, hätte er dich entführt. So würde ich es machen. Bitte? Also, wenn ich böse wäre. Was ich nicht bin. Was hat Rex also mit meinem Dad zu tun? Keine Ahnung. Wenn ich was rausfinde, melde ich mich. Danke, Chase.
Der T-Rex ist am Lieferort, Winnie. Sehr gut. Ein Job noch und ich werde bezahlt. Und dann kann mich der Privatkäufer mal. Dieser Widerling. Du triffst dich mit ihm? Da beneide ich dich absolut nicht. Ja, manche Leute, die sind einfach nicht wie wir, Chasey. Keine Klasse. Brauchst du Hilfe bei der Sache? Weiß nicht. Er will auch noch ein Boot von der Feuerwehr. Ich hab zwar ein paar Jungs, die es fahren können, aber... Wo liegt das Problem? Der Schlüssel zum Bootshaus liegt im Safe des Brandmeisters. Da kommen nur Feuerwehrleute ran. Man müsste also verdeckt operieren. Meinst du schaffst das? Denke schon. Nicht, dass ich sowas schon mal gemacht hätte, aber ich glaube, ich könnte das. Na, dann mach mal. Und danke, das vergesse ich dir nie. Chase, ich hab gute Nachrichten. Oh, hi Frank. Was gibt es denn? Ich wurde befördert. Was? Moment, von wem? Sheriff Huckleberry. Ich leite jetzt das Baumdezernat. Klauen die Leute eine Menge Bäume? Nicht seit ich den Job mache. Und was läuft bei dir so? Das Übliche. Normale Polizeiarbeit. Bin dabei, für Winnie als Feuerwehrmann verdeckt zu operieren. Ermittelst du nicht schon verdeckt? Damit bist du also jetzt verdeckt! Wow! Ich soll für Winnie eins von diesen Feuerwehrbooten besorgen. Oh? Nachdem ich es abgeliefert habe, wird er sich mit Rex treffen. Und ich folge ihm. Gut, Chase. Solange du keine Bäume klaust. Wohl kaum, Frank. Bis später. Ei, ei! Honey, Ende! Sicher Ärger geben. Wird sicher Ärger geben. Geht sicher gut. Das wird sicher Ärger geben. Augen auf im Straßenverkehr, Chase.